Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Let's Play Pokémon Weiß. Die letzte Folge hatte ich ja mit Killian vor dem Ausgang unserer Heimatdorfes beendet. Deswegen schauen wir erstmal, was wir für ein neues Pokémon haben. Das wäre ein Lino? Ja, keine Ahnung, ich schaue es mir gerade an, was es ist. Fällt der Name nicht ein. Und es wäre ein Shinux, genau. Ich hätte jetzt Linux gesagt, aber das ist ja ein Programm. Jo. Dann wird unser nächstes Ziel wahrscheinlich erstmal die nächste Arena sein. Und so, wie ich das behaupten würde, geht es dort oben lang. Route 201 hört sich wie der Anfang an. Dann gehen wir jetzt hier Route 202, genau, dann passt das. Dann trainieren wir wahrscheinlich Shinux jetzt erstmal auf Level 7. Bevor wir weiter mit einem Staralili könnte man fangen. Für den Anfang natürlich nicht schlecht. Aber ich glaube, ich mach's mal nicht. Wir bekommen am Anfang eh keinen Fliegen. Also direkt am Anfang. Deswegen schaue ich erstmal, was wir quasi als VM-Opfer direkt fangen können. Dann machen wir einfach jetzt weiter mit Tackle. Was anderes bleibt uns eh nichts übrig. Ich denke, die Stadt hat sich Killian schon erkundet. So, dann ist es jetzt, immer noch nicht okay, das verwundert mich jetzt, aber ich glaube, hat uns ganz halt, ja genau, mit Heuler den Angriff gesenkt. Und dann geht unser Angriff noch daneben. Aber das zögert das Ganze nur hinaus, mit dem nächsten Angriff ist eh down. So. Erfahrung gibt's noch massig, das ist das Schöne an den frühen Leveln. Und dann gibt es direkt noch einen Kampf mit einem weiteren Shinux. Ich glaube diesmal, da die Angriffe doch überraschend lang dauern, mache ich erstmal einen Silberblick. Ich denke, das dürfte das gegnerische Shinux gut schwächen. Jetzt habe ich außerdem noch eins eingesetzt, aber das ist nicht so tragisch. Dann sind es halt nur zwei Tackle anstatt drei. Oder 4. Wenn wir nicht vorher schon down gehen, aber okay, den Angriff ist gering genug. So, dann ist das auch down. Und wir haben schon Level 6. So, gibt's schon einen Angriff? Nee, natürlich nicht. Dann schmeiße ich direkt mal einen Trank rein. Ich glaube, für das kleine bisschen müssen wir jetzt echt nicht zurück in den Pokécenter laufen. Was war Upan 7? Nee, ist okay, ist schon Level 6. Level 7. Und nicht Level 6, dann können wir Chris noch behalten. Upan hat uns auch so benannt, wie es wollte. Und hier ist ein weißer Baum. Aber ich glaube, das hat nichts zu bedeuten. So, weiter Staralili. Da machen wir diesmal direkt einen Silberblick. Betrohr macht ja schon mal den Angriff runter. So, Heuler. Ich glaube, wenn er Heuler macht und ich Silberblick, das negiert sich im Endeffekt. Von daher mache ich direkt Tackle weiter. So, er macht schon mal kaum Schaden. Wir machen so lala Schaden. Es überrascht mich, dass obwohl Staralili erst Level 4 ist, dass es einfach schon schneller ist als wir. Obwohl ich ja davon ausgehen müsste, als Elektro-Pokémon, dass wir doch eine gesunde Initiative haben.
Wenn wir dann überhaupt ein Elektro-Pokémon sind, versuche ich einfach jetzt mal. Pokémon. Bericht. Wo haben wir denn die Stats? Hier, Initiative 11. Das hat ein Bandfall. Okay, es scheint nicht so hoch zu sein. Naja, wird sich wahrscheinlich bei der Entwicklung noch ändern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so gering bleibt. Okay, Wupan ist... Okay, nee, ist noch nicht weiterentwickelt. Das dauert ja noch. Dann kämpfen wir auch direkt mal mit Wupan. Ich hatte ja... Ah doch, einen Kampf hatte ich schon. Gegen den... wie haben wir ihn genannt? Den Gary, glaube ich. So. Ein starrer Lili, damit haben wir jetzt schon ein bisschen Erfahrung. Das dürfte kein Problem sein. Wir haben zum Glück schon Glut. Dann geht das auch schnell. Ja, Heuler ist okay. Dürfte trotzdem ein One-Hit jetzt sein, hoffentlich. Ja. Ist ja, glaube ich, eh spezieller Angriff, von daher macht das nichts aus. Und Level 8. Gunther. Die haben alle so komische Namen. Gunther, Gary. Okay, Gary geht sogar noch. So. Dann haben wir da noch einen Trainer. Das sind überall diese komischen Bäume. Ich glaube, das soll einfach Sonneneinstrahlung darstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das was anderes sein soll. Nadine. Okay, was hast du mit der Nadine? Ein Bidiza. Nämlich ein Bidiza wollen wir vielleicht auch fangen. Ich weiß es noch nicht genau. Aber das wäre unser VM-Opfer dann. Ich glaube auch nicht, dass ich das großartig dann trainieren werde. Das wird dann einfach erstmal in unserem Team rumgammeln. Vielleicht werde ich es entwickeln, wenn ich es entfange. So, nochmal 61 erfangen. Das könnte vielleicht sogar noch das nächste Level-Up sein. Okay, nee, nicht ganz. Weiter. Ich denke, ich mal machen Wupan erstmal auf Level 10. Oh, das ist schon ein Bidiza. Sagen wir mal so, wenn das Bidiza jetzt einen Angriff überlebt, dann fange ich's. Das könnte knapp werden. Ich glaube nämlich nicht, dass es das überlebt. Ah, doch. Boah, wollen wir wirklich Level 3 fangen? Ich meine, wenn ich es entwickeln will, da muss ich ja auch trainieren und dann ist Level 3 eigentlich schlecht, also für sie ist einfach ohne die Erfahrung mit. 24 nämlich noch nicht so schlecht. Und noch ein starrer Lili. Und was entwickelt sich ein starrer Lili? Ich erinnere mich gerade nicht. Ist auch egal. So, dann machen wir mit Glut weiter. Ich dürfte dann recht schnell besiegt sein, ist ja mittlerweile schon, wir sind ja schon doppelt so hoch. Kratzer, dann war's das. Jo. Verhöhner. Ich glaube, das ist ziemlich Schwachsinn. Naja, egal, besser als nix. Ich glaube, ich mache mit Wupan den Gegner noch platt. Einfach damit wir schon Level 10 haben. Dann kann ich den restlichen Weg noch mit Chris besiegen. Dann müssen wir beide nur schon Level, mindestens müsste Schalgux auch schon Level 9 sein. Und dann kommen wir ja auch schon in die nächste Stadt. So, ein Bumi. Das ist schon mal gut. Dass wir Wutband draußen haben, dann ist das nämlich One-Hit. Hoffentlich. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber sollte sein. So, 64 Erfahrung, das ist auch fast wieder ein Level-Up. Obwohl, die Hälfte, fast. Ist weniger als gedacht. Da gibt es auch schon die nächste Stadt. Ah, du bist noch ein Trainer, oder? Nee? Okay. Da haben wir ein Item. Im Trank, da haben wir schon mal den Trank raus, den wir für ihn benutzt haben.
Und ich werde hier noch dann gerade Level 10 für Wupan machen. Ich glaube, dann gibt es auch in der nächsten Stadt gibt es schon einen Arena-Leiter. Normal gibt es den doch schon mal in der zweiten Stadt. In der ersten waren wir ja gerade schon. Sind wir hergekommen. So, Level 9. Warte, ich schau mal, ob da der Arena-Leiter ist. Oh, es gibt erstmal Gelaber. Okay. Hi, Lucius. Fängst du Pokémon? Du würdest dich bestimmt sicher fühlen. Oh, okay. Alter, ich verlese mich so oft, das ist unfassbar. Obwohl ich eigentlich ziemlich gut im Lesen bin. Ja, egal. Du würdest dich bestimmt sicherer fühlen, wenn du noch ein paar fängst. Vielleicht musst du ja einmal an entlegene Orte reisen oder so. Oh, ich weiß. Gefiel es dir nicht, mehr über Pokémon zu wissen? Aber klar gefiel dir das. Und ich kenne genau den richtigen Ort. Los, komm mit. Sei nicht so schüchtern. Komm. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt die Arena-Leiter kommt. Oder zeigt sie uns einfach nur die Stadt. Nee, ich glaube, die führt uns zur Arena-Leiter. Sag mal, der Typ dort. Was macht der bloß? Das ist doch der Besitzer von Silfco oder so. Wenn ich mich erinnere. Was? Wie konntet ihr das wissen? Wie habt ihr meine Identität als Agent der internationalen Polizei entlarvt? Wie bitte? Was haben Sie gesagt? Ich wollte doch nur etwas plaudern. Aha, ein normaler Plauderei sollte das also sein? Das glaube ich keine Sekunde. Mich wird man nicht so leicht in das Licht. Ihr habt sofort erkannt, dass sich meine Person von der Masse abhebt. Dass ich ein ganz außergewöhnlicher Mensch bin. Gut erkannt. Und da habt ihr mich angesprochen. Ist es nicht so? Ausreden sind unnötig. Eure Beobachtungsgabe ist, ja, sie ist ganz herausragend. Furchterregend. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Da ich meine geheime Identität vor euch nicht länger geheim halten kann, sollte ich mich vorstellen. Ich gehöre zur Elite der internationalen Polizei. Wir bereisen die ganze Welt, um die unlösbarsten Fälle aufzuklären. Mein Name tut nichts zur Sache. Vergesst ihn einfach wieder. Wie? Ich hatte ihn nicht gesagt. Ist ja auch egal, nennt mich Lebel. Prägt euch meinen Codenamen gut ein. Ich habe ihn mir selbst ausgedacht. Sagt einmal, ist euch die Redewendung sei kein Dieb zufällig bekannt? Nö, eigentlich nicht. Wie? Ihr kennt sie nicht. Das kann doch gar nicht sein. Bestimmt hat eure Mama das oft genug gesagt und ihr habt nicht zugehört. Jetzt hört gut zu, meine Freunde, und schreibt es euch hinter die Ohren. Es ist Unrecht, das Eigentum anderer an sich zu nehmen. Leider muss ich sagen, dass es Subjekte gibt, denen diese Worte ganz egal sind. Wisst ihr, dass es in Sinnoh Kriminelle gibt, die anderen ihre Pokémon stehlen? Nun habe ich den Auftrag, verdächtige Subjekte ausfindig zu machen. Mit meiner Spionage und meinem Genie wird diese Mission zu einem Kinderspiel. Ihr seht mir wie Trainer aus. Das habe ich doch richtig erkannt, nicht wahr? Vielleicht hilft euch ja dies auf eure Wegen weiter. Kampfkamera? Okay, das ist für uns eigentlich ziemlich unnötig. Ich glaube kaum, dass wir das jemals benutzen werden. Das ist eine Kampfkamera. Wozu sie dient? Das habe ich doch schon erklärt. Habe ich nicht? Nun gut, mit dieser Apparatur könnt ihr Kämpfe aufnehmen. Sie ist auf der Höhe der Entwicklung und dazu noch topmodig. Ich würde sie ja verwenden, schicke aber nur selten Pokémon in den Kampf. Bei euch ist sie besser aufgehoben. Bevor wir scheiden, muss ich euch noch um etwas bitten. Sollten wir uns wiedersehen, dann wendet euch mit keinem Wort an mich. Solange ich im Dienst bin, dürft ihr zu mir kein einziges Silber sprechen. Obwohl... Doch, ihr müsst mit mir reden. Unbedingt müsst ihr das. Nein, ich bin doch nicht einsam. Was für ein Quatsch. Ihr müsst von Schurken berichten. Ihr müsst mir einfach alles berichten. Scheint so, als ob die Arbeit für die internationale Polizei eine ziemlich Herausforderung ist. Lucius, hier ist sie. Die Trainerschule. Der Name sagt schon alles. Vorhin ist dein Freund Barry hineingegangen.
Wahrscheinlich ist er drinnen am Lernen. So, ich bin weg. Bis bald mal. Yo. Das war ein verpeilter Mensch. Genauso wie ich verpeilt vorgelesen habe, aber... Oh Gott, was ist jetzt denn schon wieder? Hier befindet sich der Global Terminal. Oh, du hast noch keinen Orden. Tut mir leid, aber der Global Terminal steht nur Trainern mit Orden zur Verfügung. So ein Pech. Ja, dann gehen wir jetzt einfach mal in die Trainerschule. Meine Pokémon... Ich save die ganze Zeit aus Versehen. Sind okay, falls da zum Kampf kommt, sollte das kein Problem sein. Aber ich glaube, da steht eh nur noch Schwachsinn an der Tafel. Blabla, das ist alles unwichtig. Hier haben wir auf jeden Fall ein Item. Inks-Angriff, auch nicht wirklich vonnöten. Da reden wir mal mit Barry. Hey Lucius, bist du auch hier, um zu lernen? Ich habe alles auswendig gelernt, was an der Tafel gestanden hat. Schließlich habe ich als Trainer dafür zu sorgen, dass meine Pokémon im Kampf nicht verletzt werden. Und was machst du hier, Lucius? Was? Du hast etwas für mich? Okay, achso, wir sollten ein Paket abgeben. Okay, wusste ich nicht. Oh, wieso sind das gleich zwei Karten? Ich finde die ja klasse, aber ich brauche nur eine. Hier, Lucius, du kannst eine haben. Wenn ich die Karte so betrachte, werde ich als nächstes wohl nach Erzlingen gehen. Dort gibt es eine Arena, genau das Richtige, um das Pokémon, das ich gerade gefangen habe, zu stärken. Ich bin schließlich auf dem besten Weg, der größte Trainer aller Zeiten zu werden. Man sieht sich. So, dann haben wir das fertig. Anscheinend haben wir eine Mission beendet. Das heißt, ich gehe jetzt hier erstmal meine Pokémon heilen. Und da wir, wie gerade rausgefunden, erst in der nächsten Stadt einen Arena-Kampf bestreiten müssen, heißt das wohl auch, dass Kilian den Kampf bekommt, aber ich werde trotzdem noch beide Pokémon auf Level 10 bringen. Na, noch mehr Gelaber, oh Gott. Oh, du nennst dich einen Pokémon-Trainer und besitzt keinen Pokétech? Das ist so etwas wie eine Pokémon-Armbanduhr. Meine Güte, du bist ja ein seltsames Wesen, aber echt. Du musst wissen, ich habe den Pokétech erfunden und stelle ihn her. Und jetzt leite ich auch die Werbekampagne dafür. Alles, was du tun musst, ist, drei Clowns in Jubelstadt zu finden. Wenn du sie findest und... Nun, du kannst einen Pokétech bekommen. Können wir es schon suchen? Okay. Da haben wir den ersten Clown. Also, das, was die Clowns da jetzt reden, ist eigentlich nicht wichtig für uns. Das ist ja nur Basic Stuff. Das werde ich deswegen auch jetzt nicht wirklich vorlesen. Bla bla bla. Ja. Uninteressant. Komm, guck uns das kaputt. Also schon der dritte. Das heißt, eigentlich müsste dazwischen noch jemand sein. Da oben, genau. Das ist ein bisschen dicker. Okay, nee, die sind alle gleich dick. Ja. Das ist ja echt eine Herausforderung, wenn jede Frage mit Ja beantwortet wird. Dann gehen wir direkt zum Tipp wieder zurück. Dann bekommen wir unser Pokétech. So, haben wir ein Pokétech mit der Uhrzeit und die stimmt sogar, 8.26 Uhr, ich nehme heute nämlich ziemlich früh auf. Bla 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 bla, ich glaube, der hat mehrere Funktionen, ich gehe da jetzt einfach mal durch. Ah, cool, da sehen wir unseren Pokémon, das hier ist glaube ich ein Schrittzähler, ja. Da haben wir einen Taschenrechner. Und die Uhrzeit. Ich glaube, wir bleiben jetzt einfach mal auf unserer Pokémon. Ganz einfach,
aus dem Grund, dann sehen wir ja, falls eins verletzt ist. Oh, ich glaube, der will den Kampf. Hey, Lucius. Und? Schon stärker geworden? Ich? Da musst du noch fragen. Natürlich bin ich stärker geworden. Pah, und weißt du was? Das zeige ich dir sogar. Ich glaube kaum, dass er eine Chance gegen uns hat. Ich glaube, ich habe sogar vergessen, Wupan nach hinten zu setzen. Ah, da ist noch kein Level 10, dann ist das ganz gut. Und deswegen benutzen wir Glut. Denn das tut uns gut. Bla, bla. So, dann ist dieses Steuerlili besiegt und wir können auf unser oh, jetzt fällt mir der Name schon wieder nicht ein. Was war's? Shurius, Lux, Watlax, Lazarus, Scharux, Scharux, irgend sowas. Plinfein. Wechseln wir, das ist eh gut, ganz gut. Falls du das Aquaknarre benutzt, bekommen wir nicht so viel Damage oder Blubber. Plinfein müsste aber Aquaknarre, glaube ich, erlernt haben. Hoffentlich auch Level 10. Ah, okay, Level 9. So genauso wie wir. Silberblick, ja, glaube ich, das Beste. Gerade da es ein Level höher ist, sogar 2. Verteidigung sinkt, einmal sollte reichen. Senkt eh unser Angriff die ganze Zeit. Oh je, ich glaube, ich mache nochmal Silberblick. Oder zweimal. Ich hätte halt gern die Erfahrung komplett auf Chris. Komm, jetzt hör auf mit dem Drecksheuler. Das bringt im Endeffekt nämlich gar nichts. So, jetzt noch einmal Silberblick. Okay, ja, mach nochmal Silberblick. Das ist eigentlich ziemlich Zeitverschwendung. Ich könnte einfach die ganze Zeit Tackle machen. Da hätte ich schon gewonnen. So, das soll aber jetzt reichen. So, ich tackle. Im Endeffekt sind wir genau da, wo wir aufgehört haben. Deswegen sehe ich auch gar nicht ein, weiter jetzt Silberpick zu machen. Weil ich jetzt eigentlich schon fast fertig wäre, wenn ich einfach die ganze Zeit Tackle benutzt hätte. Und wahrscheinlich werden wir jetzt sogar noch besiegt, weil er einfach... Oh, und oder wir machen Volltreffer. Dann kann es uns eh egal sein. So, hoffentlich gibt es 2 Level. Denn der Part ist eigentlich schon lange vorbei. Komm schon. Ja, komm. Du verloren hast, das will nur. War, ich hab verloren? Wie meinst du das? Das war. Was dann wohl? Das war das letzte Mal, dass ich verloren habe. Ich werde der stärkste Trainer, den die Welt je gesehen hat. Und das weißt du ganz genau. Als erstes nehme ich mir den Arenaleiter in Erzlingen vor. Aber davor muss ich erstmal richtig fleißig trainieren. Ja gut, so viel trainieren muss er jetzt eigentlich gar nicht mehr. Wir haben jetzt eigentlich, wenn es hochkommt, noch 1 Minute. Deswegen mache ich hier jetzt noch schnell... zwei Level. Oder ein Level. Okay, wir sind Shinox. Ah, Shinox. Ich glaube, ich kann mir den Namen nicht merken. Ja, komm, Tackle. Ich glaube, das hier ist nicht so viel ab. 2 HP ist okay. Oh, unser Angriff geht daneben, ist jetzt nicht so toll. Komm, noch zweimal Tackle. Okay. Ich glaube, dann schmeiße ich einfach einen Trank rein, mache den Trainer dann noch. Ob ich den 30 Sekunden schaffe, weil dann gut, wäre im schlimmsten Fall auch egal. Na, oder wir kämpfen einfach noch gegen einen weiteren Pokémon, ein Zirpurze. Das interessiert mich doch schon fast mehr als ein Bibifax. Aber scheiße, ich besiege das jetzt einfach.
Ich meine, im schlimmsten Fall kommen wir auch mit 2 Punkten klar. So. Komm, noch einmal Tackle. Und noch einmal Tackle, komm schon. Gut, dann haben wir das geschafft. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier jetzt schon direkt. Die nächste Folge gibt es dann standardgemäß wieder bei Kilian und wir erlernen auch Ladevorgang. So, jetzt noch aus dem Gras kommen. Gut, dann speichern wir hier. Jo, und dann sehen wir uns. Auf Wiedersehen.